Bei uns steht das Wohlergehen unserer Patientinnen und Patienten im Vordergrund. Privatklinik Lindberg. Bei einer Arthrose hilft früher oder später nur eine Operation und eine Knieprothese. Und genau über die reden wir heute bei TopMed. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu der Sendung. Wir haben im Rahmen dieser Medizinsendung schon etwa einmal über Knieprothesen geredet. Heute zeigen wir die computerassistierte Navigation. Und das machen wir mit dem Dr. Marco Niemann, Facharzt für orthopädische Chirurgie und Traumatologie vom Bewegungsapparat. Und er ist Spezialist, wenn es um diese Art von computerassistierten Operationen geht. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Und der Mario Gambarini, er ist mit dieser Methode am Knie operiert worden, ist ungefähr 3 Monate her. Wie geht es denn dem Knie heute? Ja, ich bin recht zufrieden, ist beweglich und fast keine Schmerzen mehr. Also jetzt muss ich einfach schauen, dass die Kraft wieder kommt mit Übungen und mit euch. Dass nach 3 Monaten, dass ich dann wieder relativ normal laufen kann. Mhm. Können Sie aber kurz erklären, was ist mit Ihrem Knie los gewesen? Also es ist ja so, ich habe durch einen Unfall mit die Leiter runtergestiegen und dann habe mich umgetrollt, dann das Kreuzband ist angerissen und der Meniskus. Und das ist einfach nicht mehr besser geworden. Und dann hat es durch da eine Arthrose gegeben. Mhm. Und ich habe dann durchgebissen und habe weiter geschafft. Auch denkt, ja, ich will es noch nicht operieren. Und dann bin ich mal beim Arzt gewesen, fragen, was ich machen soll. Er hat gesagt, ja, mehr Kabuko kann nicht mehr. Wenn es geht, soll ich noch ein bisschen warten. Und dann habe ich also ein ganzes Jahr lang gewartet, aber wirklich immer unter Schmerzen. Ich habe dann bei Figo Velo fahren, das ein bisschen entlastet hat, aber nach einem Jahr habe ich sagen, nein, es geht nicht mehr. Und habe mich dann entschieden, mit der Absprache vom Arzt, dass man das Knie operieren. Das ist also ein bisschen typisch, oder? Zuerst wartet man mal ab, auch wenn es weh tut. Vielleicht tut man ein bisschen selber, vielleicht nimmt man die ein oder andere Pille gegen die Schmerzen und hat so ein bisschen das Gefühl, irgendwann verschwindet das wieder. Es verschwindet aber eigentlich nie mehr, oder? Nein, die Arthrose, die verschwindet nicht. Die Schmerzverläufe sind sehr unterschiedlich. Also es gibt Patienten, die haben wahnsinnige Arthrosen und wenig Schmerzen. Und dort muss man noch keine Prothesen implantieren, sondern die Prothesenimplantation soll wirklich der letzte Schritt sein, wenn es einfach nicht mehr geht. Und er hat das sehr exemplarisch geschildert. Das ist ein Leidensweg, wo man soll gehen. Und für das gibt es auch Schmerzmittel. Mhm. Man soll Physiotherapie machen, man soll Bewegungsübungen machen, selber, wie Sie gesagt haben, das gehört alles dazu. Und wenn es dann wirklich nicht mehr geht, wenn einem das Wasser da steht, dann ist sicher der nächste oder der letzte Schritt, dann die Prothesen, ein guter Schritt. Was würden Sie denn sagen, wann ist der Moment, wo man sich mit so etwas auseinandersetzen muss? Wenn die Lebensqualität ziemlich stark reduziert ist. Und das hängt auch wieder von verschiedensten Faktoren ab. Darum gibt es kein Schwarz-Weiß. Einer, der den ganzen Tag daheim sitzt und Briefmarken sammelt, der hält das länger aus, als wenn jemand natürlich sagt, ich muss in den Garten, ich muss in die frische Luft. Der leidet viel mehr darunter, dass er einfach nicht mehr so aktiv ist. Mhm. Und darum ist es auch sehr ein individueller Entscheid. Es ist der Leidensdruck, der schlussendlich entscheidet, so, jetzt geht es einfach nicht mehr. Sie sind weniger der Briefmarkensammler-Typ, sondern eher der Bewegungstyp, oder? Ja, ich bin ja so aus dem Handwerk, komme ich. Ich bin auch gross geworden, als Mauerpolier. Ich musste dann natürlich aufhören, auch wegen dem Knie. Ich habe ein bisschen früher aufgehört. Mhm. Ich habe noch eine andere Weiterbildung gemacht, bin dann noch im Labor gewesen, dass ich nicht mehr so draußen sein musste, über die Unebenheiten laufen. Aber es ist dann eben auch nicht mehr so gut gegangen. Und habe dann dort auch aufgehört. Und dann habe ich andere leichtere Jobs angenommen, die dann besser waren. Beim Herrn Gambarini war es ein Unfall, der dann auch zu dieser Arthrose geführt hat, ohne diesen Unfall. Wäre das auch so rausgekommen? Das wissen wir nicht. Also ein grosser Anteil an der Arthroseentwicklung ist die Veranlagung.
Mhm. Es gibt Bauern, die sind 80, haben kein bisschen Arthrose, das ganze Leben lang schwer gearbeitet, oder auch Handwerker haben keine Arthrose. Warum hat ein Bürolist mit 50 in Arthrose, der nicht viel gemacht hat? Das spielt da spielt die Veranlagung sehr eine grosse Rolle. Und natürlich Schäden, die während dem Leben auftreten, den Meniskusschaden, ein Knorpelschaden, der mal durch einen Unfall passiert ist, der tut natürlich das fördern. Aber präventiv machen kann man nichts dagegen, oder? Ja, kein Unfall haben, keine Verletzungen haben, das ist schwierig. Nein, sonst gibt es eigentlich nichts. Nein. Jetzt haben wir heute hier die computerassistierte Operationstechnik. Was ist denn der Vorteil? Der Vorteil von dieser Technik ist, dass man sehr, sehr genau arbeiten kann. Und dass man während der Operation die individuelle Situation des Knies, von den Kapseln, von den Bändern, kann den Gegebenheiten anpassen, wie man die Prothesen einbauen tut. In der herkömmlichen Technik tut man mit Ausrichtstangen, die man außen am Schienbein, am Oberschenkel positionieren, mit Augenmaß werden die positioniert, so wird geschaffen. Und wenn man das genau macht, gibt das ein gutes Knie, das ist schon so. Das heisst, wenn es nicht so genau ist, gibt es ein schlechtes Knie? Ich habe ganz am Anfang gesagt, es hat mit der Überlebensrate zu tun. Wenn es ein bisschen schräg implantiert ist, kann man in den ersten Jahren gut funktionieren, ohne dass etwas ist. Aber die Langlebigkeit, das war für mich auch ein Motivator gewesen, um das zu machen mit der Navigation, die wir jetzt seit 15 Jahren machen. Vielleicht können Sie uns die Genauigkeit von diesen Schnitten anhand von diesem Modell mal kurz demonstrieren. Also, das ist so ein Kniegelenk, wo die Prothese schon implantiert ist. Und damit man das implantieren kann, nimm das hier mal raus, muss man am Kniegelenk, ich zeige es vielleicht so seitlich, die verschiedenen Schnitte hier, muss man die machen. Und für das gibt es so verschiedenste Lehren, die man dann fixieren tut und dann den Schnitt kann durchführen kann. Und dann kann man natürlich so, in alle Richtungen kann man das natürlich positionieren. Und das macht die Genauigkeit aus. Und was eben noch ganz wichtig ist, sind die ganzen Weichteile, die man hier sieht. Also die Kapseln, die Seitenbänder. Ja. Und bei einem, der Herr Gambarini hat auf der rechten Seite ziemlich ein X-Bein. Da sind natürlich die Bänder ausgelatscht auf der einen Seite. Und das kann man berücksichtigen, indem man das optimiert mit der Navigation kann dann die Schnitte. Aber ohne Beschädigung der Weichteile wird die Operation nicht gehen, oder? Nein, man muss das Knie natürlich aufmachen, aber beispielsweise gerade die Seitenbandstrukturen, die kann man nicht einfach abhängen, sondern die tut man integrieren in die ganze Operation, dass man am Schluss bei den bestehenden Seitenbändern eine stabile Situation hat. Geht dann durch die Genauigkeit von so einer computerassistierten Operation geht der Heilungsverlauf schneller oder bleibt der gleich? Nein, der ist genau gleich. Da wie lange braucht das, bis man sagen kann, ein Patient ist verheilt? Kommt darauf an, wer Sie fragen. Wenn man Doktor fragt, geht es schnell. Wenn man Physiotherapeuten fragt, geht es länger. Nein, es und ist wenn man den Patienten fragt, wie lange ist es bei Ihnen gegangen, bis Sie können sagen, Sie sind einigermaßen schmerzfrei? Ja, ich muss sagen, der erste Monat war besser gewesen. Und ab dem zweiten Monat habe ich dann einfach die Weichteile ein bisschen mehr gespürt, hat es angefangen ein bisschen einspielen und ja, wissen Sie, so ist mir alles wieder angepasst werden. Aber das ist schon typisch, oder? Es braucht dann einfach ein bisschen Zeit. Also, hat kein Wunder erwarten. Genau, ich sage den Patienten immer, sie müssen ein halbes Jahr oder mehr rechnen. Am Anfang läuft man an das Stück, und dann geht das besser, dann läuft man mehr, dann gibt es vielleicht wieder ein bisschen mehr Schmerzen, weil man nicht aktiver ist. Und bis wirklich das Knie richtig eingelaufen ist, bis das alles geht, muss man sich genug Zeit geben. Es gibt Patienten, die laufen nach 3 Monaten, machen schon 1-2-stündige Wanderungen. Andere sagen, ja, nach einer Stunde habe ich dann genug. Das ist sehr, sehr individuell. Es kommt sicher auch noch ein bisschen darauf an, was man dann selber macht, wie oft man auch selber Übungen wiederholt. Ja. Das machen Sie, glaube ich, recht konsequent, oder? Ja, jeden Tag. Und eben auch, wie Herr Niemann gesagt hat, also zwei stündige Wanderungen, da ist problemlos.
letzte Mal einen Höhenweg gemacht, steckbar Richtung Ermatinger, Berlin, also ist tiptop gegangen. Also fühlen Sie sich nicht eingeschränkt? Nein, überhaupt nicht. Es war sogar besser nachher. Mhm. Sie haben recht lange gewartet. Das hat für uns den Vorteil gehabt, dass wir bei dieser Operation mit dabei sein und haben die Kamera in den Operationssaal reinbringen können. Ich muss vielleicht zur kleinen Warnung sagen, also wenn jemand nicht so gerne Blut sieht und auch nicht so gerne hört, wie es hämmert und meißelt, dann muss jetzt vielleicht schnell ein bisschen wegblinzeln und der Herr Niemann erklärt uns, was denn da genau operiert worden ist an diesem Knie. Was sehen wir da als erstes? Also wir sehen gerade Herrn Gambarini sein Knie, wo ich den Hautschnitt mache. Der ist relativ gross, weil man ja das Knie darstellen muss und Kniescheiben und Zähne nicht abhängen, sondern auf die Seite schieben. Ich tue das präparieren. Da sieht man, wie die Weichteile schon auf die Seite gehebt worden sind. Man tut natürlich Blutstillung machen, das gehört alles dazu. Man tut dann Knochenanlagerungen, die es durch die Arthrose gibt, tut man dann wegmeißeln. Das sieht man hier. Also da ist schon wirklich auch noch ein Kraftakt dahinter, oder? Ja. Ja. Trotz dem Computer. Der kommt erst nachher, genau. Das ist alles noch Handwerk, wie es bei jeder Prothese ist. Also quasi Darstellen von der Situation. Und was sieht man da? Da sieht man, wie ich die erste Navigationssonde mit einem, so einem Schraubnagel am Oberschenkel fixiere. Mhm. Dort wird nachher dann die Antenne befestigt. Mit dem Schraubenschlüssel? Also das ist schon Handwerk, he? Das ist Schraubenschlüssel, genau, ganz normal. Und das Gleiche wird auch am Unterschenkel gemacht. Da wird quasi die Schraube wird dann da am Knochen fixiert. Das muss am Knochen fixiert sein, damit nachher die Navigation, egal wie ich das Knie hebe während der Operation, immer die korrekte Position zeigt. Mhm. Obendurch wird jetzt gerade auch noch so ein bisschen verödet. Und da sind jetzt die Antennen, sind fixiert. Und jetzt tue ich mit Hilfe der Navigation Position einlesen. Da gehört noch mehr dazu. Aber man sieht schlussendlich, wenn das alles eingelesen ist, sehe ich auf dem Bildschirm quasi das virtuelle Knie genauso, wie es ist, wie es war beim Herrn Gambarini. Mhm. Genau. Was ist für Sie bei dieser Operation der grosse Vorteil? Der grosse Vorteil der Operation ist die Genauigkeit des Schnitts. Mhm. Und dass ich, man sieht es auch hier, ich teste es hier etwas aus, wie die Bandstabilität ist. Oder wie die Seitenbänder, die Kapseln, ist das ausgelatscht, ist die eher zu eng. Und dementsprechend kann ich die Schnitte der einzelnen Blöcke kann ich dann anpassen. Was man hier gerade noch sieht, ist nach dem Schneiden, wenn ich den Oberschenkelanteil der Prothese reinhämmere. Das ist eher ein bisschen brachial, Handwerk, wie Sie gesagt haben. Das ist eine zementfreie Prothese, die wird verklemmt am Knochen. Darum müssen die Schnitte auch genau stimmen. Ja. Also wenn man das so sieht, dann ist es ja auch klar, dass das hinten drin ein bisschen schmerzhaft ist und einen Moment braucht, bis das verheilt ist. Wie war das für Sie? Sie haben, glaube ich, die Bilder das erste Mal so in dieser Art gesehen. Wie wirkt das so auf Sie? Ja, das habe ich also nie gesehen. Es ist gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber es gibt natürlich nichts, dass, wenn man so etwas sieht und weiss, ist Knochen geschlossen. Mhm. Sie haben ja vor, auch das andere Knie zu machen. Mhm. Wenn Sie jetzt die Bilder sehen, sind Sie immer noch überzeugt davon? Ja, weil die Lebensqualität ist natürlich noch wieder besser. Und es ist einfach so, es geht nicht darum herum. Es war auch nicht die Idee gewesen, dass man sie mit diesen Bildern so schockiert, dass sie das andere Knie nicht machen, sondern die Lebensqualität soll ja da im Vordergrund stehen. Wir haben es im Einspieler gesehen, wie sie das gemacht haben. Und wir haben da hinten auch so eine Knieprothese oder Attrappe, wo man das mit dieser Navigation schnell demonstrieren könnte. Ich darf Sie bitten, uns mal schnell zu erklären, wie das genau funktioniert. Die computernavigierte Operation. Genau, wie man im Video schon gesehen hat, werden die Sonden, die Antennen fixiert, fest am Knochen. Und wir haben einen Bildschirm und wir haben eine Kamera, die permanent filmt, wie das Knie im Raum steht. Mhm. Ich werde das mal demonstrieren. Ich muss es hier ein bisschen heben. Wenn man jetzt auf dem Bildschirm
sieht, je nach Bewegung, die ich mache, wenn ich das Knie strecke, dann streckt es sich auch genau dort. Ja. Ich sehe jeweils die Winkelangaben. Ich sehe auf der rechten Seite der Skala sehe ich die Balken, die Linien, die Parallelen. Das zeigt mir an, wie viel Abstand habe ich von den Knöcheln zueinander. Und so kann ich, egal in welcher Position ich bin, kann ich immer ablesen, wie die geometrischen Strukturen im Raum dargestellt sind. Und dann kann ich hingehen, um die Schnitt, jetzt habe ich etwas vergessen, excuse. Die Schnitt, die wir schon gesehen haben, die werden mit Navigation, das ist eine dritte Antenne, die ich hier habe, die werden dann positioniert. Man sieht jetzt dort die Linie, die blaue Linie. Wenn ich den Block verschiebe, dann verändert sich das und das live, quasi eins zu eins. Und so kann ich meine Planung, die ich gemacht habe, kann ich so umsetzen. Ich kann den Block optimal positionieren. Ich sehe auch dann rechts, links, was für Abstände wir haben, dass das eben nachher eine ausgeglichene, balancierte Prothese gibt. Aber das ist schon komplette Hightech, oder? Das ist Hightech, ja. Das ist ein gutes Hilfsmittel. Ich habe sehr Freude, mit dem quasi die Unterstützung zu haben. Was ich natürlich auch habe, ich positioniere das. Und bevor ich dann schneide, kann ich am Computer quasi simulieren, so viel Abstand wird es geben, wenn ich so schneide. Ja. Das heisst, zweimal abgeschnitten und immer noch zu kurz, das gibt es da nicht. Was hat es früher nicht gegeben? Vielleicht eher. Da hat man halt dann das nicht so eins zu eins gesehen mit diesen Abständen. Und ich kann dann können sagen, mal in der Beugung haben wir den Abstand so, in der Streckung so. Ja. Das möchte ich gerne so haben. Das hat man mit der Schablone eher nicht gesehen. Nein. Ich finde es beeindruckend, hat man Ihnen das voran so erklärt, wie denn das soll laufen soll? Nein, er hat eine andere Prothese. Also an einem Bild von dem, in der Praxis hat er es erklärt. Mhm. Aber genau was passiert, habe ich nicht gewusst. Und, ich meine, das ist auch ein Beruf von einem Arzt, man muss Vertrauen haben und hat auch einen guten Namen, Herr Niemann, und hat denkt, das kommt schon gut und es ist auch gut. Das bedingt aber auch, wenn man das System will begreifen als Arzt, dass man da muss gewisse Fort- und Weiterbildungen machen. Wie lange ist es gegangen, bis Sie die Geräte können bedienen konnten? Das ist jetzt schon lange her. Wir haben das vor rund 15 Jahren angefangen und damals, und das ist heute immer noch so, man kann nicht einfach die Navigation bestellen und dann mal ein bisschen etwas machen, sondern es gibt Kurse, die von den entsprechenden Firmen angeboten werden. Und dort macht man sich vertraut mit dem Navigationsgerät. Und man geht dann auch, also das haben wir so gemacht, wir sind dann auch Operationen schauen, in andere Operationssäle, die das schon gemacht hat. Und dann wird man auch während der Operation begleitet von einem Techniker von der Firma. Und so gibt es dann Lernprozesse, eins ums andere. Aber es ist schon nicht so, dass überall solche Geräte rumstehen, oder? Die sind schon auch beschränkt und nicht jedes Spital hat die Technik bereits bei sich. Nein, das ist natürlich eine Kostenfrage, oder? Das ist auch eine Kostenfrage, ist eine extra technische Anschaffung. Es ist auch so, dass natürlich nicht alle navigieren, sondern das ist auch ein bisschen eine Geschmacksfrage. Für mich sind die Vorteile die Genauigkeit und das Weichteil-Balancing. Das ist für mich der ausschlaggebende Punkt gewesen, warum ich umgestiegen bin auf das und das auch nicht verloren habe. Und es ist schlussendlich, je nach Spital, eine Zeit- und eine Kostenfrage. Ja. Wenn wir schon gerade bei den Kosten sind, das kommt teurer, wenn man so eine Art Operation macht. Wer zahlt dann die Mehrkosten? Übernimmt das Krankenkasse? Nein. Es ist so, dass die Operation ein bisschen länger geht. Das sage ich den Patienten auch immer. Weil wir die Navigation installieren müssen, weil wir zuerst das Knie einlesen müssen. Und dann hat man die technischen Anforderungen, eben die Navigationsgeräte. Das wird von der Krankenkasse nicht vergütet. Es läuft dann auf Kosten von der Prothesenfirmen, die da einem entgegenkommen, und von der Klinik. Also das heisst, wenn ich Sie richtig verstehe, für den Patienten entstehen keine Mehrkosten, ob er es so macht oder konservativ? Nein, kein Franken. Nein. Das ist immerhin gut zu wissen, vor allem wenn es um Ihr zweites Knie geht. Oder? Ich nehme an, Sie werden das wieder mit dieser Art von Operation machen lassen. Ja, sicher. Ja. Und,
Eben, wie ich immer gesagt habe, auch von der Qualität her. Die Langlebigkeit ist mir auch wichtig. Mhm. Dass ich, wenn ich in die Pension komme, dass ich noch ein bisschen fit bin und auch noch ein bisschen drüber. Dass ich dann wieder aktiv sein kann. Und jetzt habe ich manches Jahr eigentlich nicht mehr so immer ein bisschen Schmerzen gehabt. Das Knie. Das war von Anfang an klar, als er zu Ihnen kam, dass man da beide Knie machen muss. Also, als er das erste Mal zu mir kam, habe ich eigentlich das rechte Knie gesehen. Also das, was er noch nicht operiert genau, hat. Genau, das X-Bein-Knie, das er schon seit vielen Jahren hat. Und als ich dann das Röntgenbild gesehen habe, war zumindest klar, dass er eine schwere Arthrose hat am linken Knie. Mhm. Und wie ich anfangs erwähnt habe, nicht das Ausmaß der Arthrose auf dem Röntgenbild ist massgebend, ob man jetzt eine Prothese machen muss, sondern der Leidensdruck. Und im Gespräch hat sich dann herausgestellt, dass er das Limit schon bei der Nase hat und dass er so nicht mehr lange möchte weiterfahren. Das war dann der ausschlaggebende Grund. Ja. Mit wie viel Abstand machen die beiden Operationen Sinn? Es gibt Operateure, die beide Knie gleichzeitig machen. Habe ich auch schon gehört. Das hat man früher ein bisschen häufiger gemacht. Heute ist das eher selten der Fall. Ich würde es nicht machen bei meinen Knie. Die Belastung auf den Körper ist doch beträchtlich und auch die Nachbehandlung ist schwieriger, wenn man zwei quasi frisch operierte Knie hat. Ich sage den Patienten immer, zuerst eins machen, schauen, wie es geht, wie es rauskommt, wie schnell man sich erholt. Das ist eben auch individuell, ist nicht bei jedem gleich. Und dann kann man nach 3-6 Monaten kann man dann sagen, mal, jetzt nehmen wir das zweite Nagel. Aber wenn ein Patient unbedingt beide gleichzeitig machen möchte, dann würden Sie schon? Ich rede ihm so aus. Okay, das war für Sie keine Option. Sie wollten nicht beide so quasi, ich mache das einmal und dann ist es vorbei. Nein, auch durch Beratung vom Arzt hat auch abgeraten. Und es sind zwei verschiedene Knie. Oder? Das rechte ist natürlich noch viel komplizierter. Und das Risiko wollte ich nicht eingehen. Ich will, dass das Link gut ist und ich hoffe, dass in 4 Monaten vielleicht auch hergehen könnte. Also so gegen Ende Jahr haben Sie das Gefühl, ja, wagen Sie es nochmal? Ja, ich denke, wenn ich fit bin mit dem Link, ich denke, das bringe ich an bis Mitte November. Ich hoffe dann, dass man das machen kann. Jetzt haben wir die Navigation gesehen und zeigt ja auch, wie sich Medizin weiterentwickelt, auch dank der Computerisierung. Was ist denn der nächste Schritt, der totale autonome Roboter? Der Roboter schon, aber autonom nicht. Also man weiss es von der Viszeralchirurgie, da gibt es ja schon Roboter. Und es ist jetzt ziemlich im Vormarsch auch in der Knieprothetik, dass man roboterisierte Eingriffe machen tut. Das ist eigentlich die Fortsetzung von der Navigation. Ist nichts anderes als die Schnitte, die man macht, dass die nachher quasi den Roboterarm fräsen tut. Es gibt nochmal ein bisschen höhere Genauigkeit. Und es geht auch ein bisschen schneller. Man muss die Schnittblöcke nicht fixieren, sondern das macht dann gerade der Roboter. Was man aber nicht falsch verstehen darf, es ist eben kein Autopilot. Ja. Es ist nicht so, dass man das einmal ein bisschen eingeben kann und dann geht man einen Kaffee trinken und der Roboter macht dann das. Sondern der Roboter oder auch die Navigation hilft einem oder macht nur das, was wir als Orthopäde quasi dem zu Befehl geben. Das heisst, die Erfahrung und das Können, eine Knieprothese zu implantieren, die kann man nicht umgehen. Mhm. Befassen Sie sich schon mit der Fortsetzung? Ja, ich warte auf den Roboter. Ich finde das sehr eine spannende Geschichte, weil es einfach gewisse Schritte auch vereinfachen tut. Vom Denken her, mit der Navigation, das ist eben auch ein Lernprozess, wird es für uns sozusagen keinen Unterschied geben. Das heisst, es ist für uns nachher ein kleinerer Schritt in die roboterassistierte Chirurgie nachher. Ich weiss, dass das in Amerika zum Beispiel schon gemacht wird. Mhm. Wie sieht denn das aus bei uns in der Schweiz? Das sind die Bewilligungen sind am Laufen. Das ist in der Medizin in letzter Zeit sowieso viel komplizierter geworden. Und da sind einfach die Bewilligungen noch nicht da. Gewisse Firmen haben das schon. Es gibt gewisse Prothesenfirmen, die Roboter schon in Einsatz haben, auch in Europa. Und andere sind noch an diesen Tests zu machen. Mhm. Aber in Amerika, wie gesagt, läuft das schon. Und das wird auch in nächster Zeit immer mehr in Europa kommen. Haben Sie das schon mal anschauen? Ich habe es schon gesehen, nicht live, aber auf Video. Und ich freue mich, wenn das dann live das erste Mal wird sein. Aber das zweite Knie von Herrn Gambarini läuft noch nicht wie ein Roboter, oder? Nein, so schnell wird es nicht gehen. Ja. Hätten Sie ein gutes Gefühl, wenn Sie wüssten, dass da ein Roboter an Ihnen herumsäbelt?
Ja, das ist natürlich einfach die Hauptsache. Wenn der Arzt sagt, mal, er kann neu arbeiten und von der Lebensqualität dann die Langlebigkeit dann gewährleistet ist, da habe ich nichts einzusetzen. Aber vom Handwerk her ändert sich eigentlich nichts. Und auch vom Heilungsprozess, unabhängig davon, ob es die herkömmliche Methode ist, Navigation, wie wir sie heute gesehen haben, oder dann am Schluss ein Roboter, das bleibt immer gleich, oder? Das bleibt plus minus gleich. Es ist klar, die Prothese muss gut implantiert sein. Ich meine, man kann auch Fehler machen mit der Navigation. Ja. Das ist ja kein Polizist. Wenn ich das dort falsch einschätze, darum die Erfahrung braucht es, wenn ich es falsch einschätze, dann kann es sein, dass das Knie noch zu straff ist, zu wenig gut beweglich ist. Das muss man schon berücksichtigen. Und da ist ein konventionell implantiertes Kniegelenk. Wenn das gut gemacht ist, ist das genauso gut wie ein navigiertes Knie. Es ist halt so, dass man vielleicht ein bisschen weniger häufig eine Ungenauigkeit drin hat, wenn man navigiert, weil man sich einfach selber kontrollieren kann, selber abchecken kann, bevor man die Schnitte macht. Ich bedanke mich herzlich für den Einblick und auch, dass wir das Gerät haben können mit ins Studio nehmen. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Gerne gebe ich euch beiden etwas Gesundes mit auf den Weg, nämlich einen Apfel offeriert vom Schweizerischen Obstverband. Und Ihnen wünsche ich natürlich weiterhin alles Gute, dass es schnell geht, dass Ihr operiertes Knie ganz schmerzfrei ist und dann natürlich auch nur das Beste für die nächste Operation. Herr Gamberini, hat mich sehr gefreut, sind Sie heute mit dabei gewesen. Und da gibt es als nächstes das Neueste vom Tag. Ich würde mich freuen, wenn Sie dranbleiben würden. Ich hoffe, Sie sind gesund. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Das Wohlergehen unserer Patientinnen und Patienten im Vordergrund. Privatklinik Lindberg.